Ja, meine Damen und Herren, wir kommen leider Gottes schon zur letzten Nummer. Wie Sie sehen, muss ich da alles selber machen. Ja, ich kann den Bruno müssen heimschicken. Es wird schon zu teuer. Der kommt mir in den Nachttarif rein. Ja, wir haben darum nur noch 150 Franken Budget für die letzte Nummer. Und ich habe gedacht, für meine erste Sendung wäre es schön, jetzt zum Schluss ein bisschen etwas Akrobatisches, so ein Schlussbouquet. Ja, etwas das Feuerwerk. Wunderbar. Und ich habe den Goran Akrovic gefunden, jawohl, der sich bereit erklärt hat, aus Russland ist der, hat sich bereit erklärt, für die 150 Franken jetzt da etwas zusammenzustellen. Aber auch der muss sich einschränken. Auch der muss schauen, weil jede Übung hat seinen bestimmten Wert. Man sieht da zum Beispiel bei einem Salto, der Russ macht das für 15 Franken. Bei einem Schweizer wäre das Budget schon durch. Nicht? Ja. Ich möchte kostentransparent sein. Das ist mir ganz wichtig. Ich möchte Ihnen anhand von einer doppelten Buchhaltung aufzeigen, was am Goran Akrovic seine Turnübung für einen Wert hat. Ja, Sie sehen, soll und haben. Wir haben zur Verfügung 150 Franken. Ich habe Goran Akrovic gesagt, er soll die erste Übung weglassen. Dann können wir es nämlich im Licht machen. Klar, Strom kostet auch. Das wären da die 5 Franken. Musik, klar, das Gefiedel kostet auch etwas, ist klar. Da müssen wir 10 Franken an das Visa zahlen. Das wird auch abgezogen. 15 Franken haben wir schon verlochert und wir haben noch gar nicht gesehen. Aha, ein fulminanten Anfang, meine Damen und Herren. Ein Corvette-Salto war das für genau 25 Franken. Areto Bürzenbaum, Handstand und Corvette-Salto. Jawohl, sehr schön. Goran, warte jetzt. Vasili, da, warte. Weißt, ich muss zusammenzählen. Ich muss warten, dann kann ich schnell zusammenzählen. Einfach da, aber ich warte schnell. Gell? Gut, wir haben den Retourbürzelbaum, 5 Franken. Wir haben 10 Franken den Handstand plus 20 Franken den Corbett-Salt. Nein, was machst du, Goran? Warte! Ich habe hinten doch keine Augen. Ich bin am Zusammenzählen. Warte, Vasili, da. Komm, gang raus. Hol den Böllen und mach ein bisschen Gymnastik. Bisschen gut. Ja, aber doch nicht mit Kopfsprüngen. Lauf, das muss ich wieder verrechnen. Was hat er jetzt gemacht? Was hat er gemacht? Kopfsprüngen oder was? 3 Kopfsprünge, 3 Regeln. Gut, das war es. 25 Franken, die Kopfsprünge, 20 Franken. Das ist wunderbar, sehr gut. Ja, genau. Gut, ich bin am Zusammenzählen, bisschen gut, Goran. 5 Franken, 25 macht 80, macht 90, macht 120 Franken, meine Damen und Herren. Wir haben noch 30 Franken vorig, meine Damen und Herren, und das geht noch 2 Minuten. Also, es ist wahnsinnig. Ja. Was Sie jetzt hier sehen, das Getänzel, das ist gratis. Bei einem Europäer würde das etwas kosten, aber über den Daumen peilt, alles, was Sie selber können, ist gratis. Ah, Hechtrollen, meine Damen und Herren, da gibt es aber Meterzahl. Wir müssen das messen an Meterzahl. Das war ungefähr von da. Ich würde sagen, etwa 2 Meter, 3 Meter, sagen wir, sind 15 Franken, wo man könnte in die Richtung. Ah. Es ist umgekehrt, klar. Wenn natürlich ein Künstler umgekehrt, ein Artist, dann müssen wir das abziehen, das ist klar. Weil das... Pass doch auf, genau das Gleiche. Pass doch auf, ich bin schon mal verletzt. Pass doch auf, Goran, bisschen gut. Das darf doch nicht wahr sein. Also, gut, wir haben noch 20 Franken in dem Fall für das fulminante Ende. Das sind vielleicht 4 Bürzelbaum. Aber doch kein Handstand, das ist viel zu teuer. Mach keinen Handstand, bisschen gut. Und Garete ist besser. Ja, Garete, machen. So, voilà. Goran Akrovic. 150 Franken, meine Damen und Herren, der Wert von dieser Nummer. So, herzlichen Dank.